Quedlinburg, die wohl schönste Stadt des Harzes und eine der schönsten Städte Deutschlands. 8 Jahrhunderte Fachwerkbauweise, malerische Gassen und berühmte romanische Kirchen. Hallo, folgen Sie uns. Lernen Sie mit uns Quedlinburg kennen. Und genießen Sie die besondere Atmosphäre dieser mittelalterlichen Stadt. Beginnen wir unsere Tour auf dem Schlossberg. Von dem man übrigens einen herrlichen Ausblick über die Dächer Quedlinburgs hat. Auf diesem Sandsteinfelsen befinden sich die fast tausendjährige Stiftskirche San Servati mit ihren beiden markanten Türmen, das dreiflügelige Renaissance-Schloss mit seinem Schlossmuseum, das ehemalige Wohnhaus der Stiftsfrauen und eine wunderschöne Gartenanlage. Dieser Gebäudekomplex gilt als das Wahrzeichen der Stadt Quedlinburg. Die Stiftskirche gehört zu den bedeutendsten romanischen Kirchenbauten in Deutschland. Und ihr Hauptportal ist eines der ältesten deutschen Säulenportale. Die Türklinke ist halb Schwein, halb Hund. Vielleicht sollte man den inneren Schweinehund überwinden und in die Kirche gehen? In der Schatzkammer der Stiftskirche kann man auch den mehr als 1000 Jahre alten Domschatz besichtigen. Die Krypta der Stiftskirche San Servati zählt zu den einzigartigen hochromanischen Bauten im Land. In ihr befinden sich die Grablegen König Heinrich I. und seiner Gemahlin, der heiligen Mathilde. Das mit Gold, Silber und Juwelen geschmückte Samuel-Evangeliar. Es ist das wertvollste Stück. Und wurde im 9. Jahrhundert mit goldener Tinte geschrieben. Und hier ein Kamm aus Elfenbein des ersten deutschen Königs Heinrich I. Gleich gegenüber der Stiftskirche im Renaissance-Schloss aus dem 16. 17. Jahrhundert ist das Museum untergebracht. Es vermittelt einen Überblick über die Frühgeschichte und die frühmittelalterliche Besiedlung des Gebietes. Schau mal hier im Thronsaal die beeindruckende Stuckdecke. Alle Räume sind sehr prunkvoll ausgestaltet, von Barock über Rokoko bis Empire-Stil. Der Raubgrafenkasten. Er war im Gefängnis. Der Legende nach soll er für Graf Albrecht II. Von Regenstein angefertigt worden sein. Er soll hier fast 2 Jahre lang eingesessen haben. Konnte er darin nur so lange überleben? Gleich unterhalb der Burg steht auf einem kleinen Platz ein stattliches Patrizierhaus mit prächtigem Säulenportikus. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde es für eine wohlhabende Bürgerfamilie errichtet. Am 2. Juli 1724 wurde hier der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock als erstes von 17 Kindern geboren. Klopstock ist einer der bedeutendsten und einflussreichsten Schriftsteller des 18. Jahrhunderts. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Leinl-Feininger-Galerie. Sie beherbergt den umfangreichsten geschlossenen Bestand von Grafiken dieses bedeutenden Künstlers der klassischen Moderne. Noch vom Schlossberg beeindruckt, geht es hinab in die historische Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Straßen, verwinkelten Gassen und kleinen Plätzen. Vorbei an der Blasiekirche, deren ältesten Teile aus dem 10. Jahrhundert stammen. Heute ist die Kirche ein hervorragender Kulturstandort. Ausstellungen, Konzerte und auch Theateraufführungen finden jedes Jahr hier statt. Ein Gotteshaus mit viel Leben. Mehr als 1300 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten befinden sich in Quedlinburg. Hier in der Wortgasse 3 steht die Perle dieses Flächendenkmals, der Ständerbau. Das älteste Fachwerkhaus Quedlinburgs. Untersuchungen haben eine Bauzeit um das Jahr 1310 ergeben. Zwischen Markt und Wort überquert eine der merkwürdigsten Brücken das Bodesumpfland und ermöglicht seit dem 13. Jahrhundert einen trockenen Zugang zum Markt. Aber wo ist die Brücke? Wir stehen darauf. Im Laufe der Zeit senkte sich die Brücke durch den weichen Boden und war schließlich nicht mehr sichtbar. Jetzt gibt es nur noch die Reste der Brückenpfeiler. Und die befinden sich heute unter dem Straßenpflaster.
Auf dem historischen Marktplatz von Quedlinburg angekommen, fallen einem gleich das alte Rathaus von 1310 und die Roland-Statue auf, die im Spätmittelalter Bürgerstolz und städtische Freiheit symbolisierte, sowie zahlreiche farbenfrohe Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Ein wunderschöner und eindrucksvoller Markt. Von hier aus kann man schon sehr gut hinter dem Rathaus die Türme der Marktkirche St. Benedikti sehen. Entlang der breiten Straße, einer Fußgängerzone mit vielen Geschäften, führt ein unscheinbarer, enger und dunkler Gang in eine der romantischsten Gassen der Altstadt. Das ist also der Schuhhof. Hier lebten damals viele Schuhmacher und boten ihre Waren an. Diese Häuser existierten bereits im 13. Jahrhundert. Und jetzt gehen wir durch die Hölle? Ja, so ähnlich. Wie der Name Hölle entstand, ist nicht so einfach herzuleiten. Sicher ist nur, dass in der Pölle ein einzelnes Haus stand, was eine Urkunde aus dem Jahre 1233 belegt. Darin heißt es, Domus in Polna, qui appellatur infernus, zu Deutsch, das Haus in der Pölle, das Hölle genannt wird. Die Straßenbezeichnungen Pölle und Stieg weisen darauf hin, dass die Gegend früher morastig war. Die Pölle ist also eine feuchte Senke, über die man trockenen Fußes nur auf einem Stieg kam, oder? Ja, das stimmt. Weiter geht es in Richtung Quedlinburger Neustadt. Diese entstand um 1200 vor den Mauern der Altstadt, getrennt durch einen Mühlgraben. Hauptverkehrsader waren und sind der Steinweg und die Pölkenstraße, die sich am Mathildenbrunnen treffen. Der Mathildenbrunnen soll an die heilige Mathilde erinnern. Sie war die Gemahlin König Heinrichs I. Nicht weit vom Neustädter Marktplatz befindet sich die Kirche St. Nikolai. Sie ist die Pfarrkirche der Neustadt in Quedlinburg. Am großräumigen Kirchhof, um den sich malerische Fachwerkhäuschen aus allen Jahrhunderten reihen, erhebt sich die gewaltige Kirche. Sie wurde um 1200 von Bürgern der Neustadt erbaut und als romanische Basilika begründet. Nach einer Legende stiftete ein Schäfer beide Türme der Nikolaikirche, nachdem er einen Schatz gefunden hatte. Wie jede mittelalterliche Stadt war auch Quedlinburg von einer Stadtmauer und zahlreichen Türmen umgeben. Die erste sehr einfache Stadtmauer wurde bereits um das Jahr 1150 errichtet. Die Straße heißt Hinter der Mauer. Wie der Name schon sagt, liegt sie hinter der Stadtmauer der Neustadt. Dieser Teil der Stadtmauer ist erstaunlich gut erhalten. Sogenannte Wehrgänge führten von Turm zu Turm. So konnte die Stadt bei Angriffen sehr gut verteidigt werden. Übrigens, von 922 bis 1207 sind mindestens 67 Besuche von deutschen Kaisern und Königen in Quedlinburg nachweisbar. Sodass sich die Stadt Quedlinburg heute mit Recht als alte Kaiserstadt bezeichnen kann. Wir hoffen, unser Rundgang durch Quedlinburg hat ebenfalls Lust auf einen Besuch gemacht. Und wir sehen uns hier einmal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!